Herzlich willkommen zur zweiten Folge EMS Falcons TV. Ich bin Monia, die Co-Heimsprecherin der Nürnberg Falcons und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ich bin Mo und ihr seid bei Energy immer die besten neuen Hits. Hi, hier ist die Mo und wir präsentieren euch die zweite Basketball-Bundesliga. Neue Mannschaft. Ich würde sagen, dass wir insgesamt eine sehr solide Preseason hatten. Hi, hier ist die Mo, ich bin heute hier im Fitzner in Nürnberg. You better pump that body. Der Energy Fitness Check. You better work it hard. Mit Mo. Ich bin gerade in Herzogenaurach, stehe da bei Lisa vor der Tür. Wir überraschen sie gleich. Herzlichen Glückwunsch! Mit Roland Yama, mit Leo Trometer, mit Tim Köpfle. Du darfst mir jetzt erklären, die Zeit läuft schon. Was ist denn der Alley-Oop? Wir schicken euch als VIPs zum Heimspiel am Tilly Park, wie ihr dabei seid. Ihr spielt morgen früh einfach eine Runde das Energy Franken Battle. Ich packe euch hier den Link rein, könnt ihr euch jetzt schon mal anmelden. Viel Spaß, dann sehen wir uns. Die Nürnberg Falcons haben jetzt einen neuen Head Coach, Derek Taylor. Ihr habt auch schon zusammengearbeitet, heißt, ihr habt auch persönlich eine Bindung zueinander. Erklär uns mal so ein bisschen, was ist er für ein Typ Mensch und was auch für ein Typ Trainer. Was bedeutet es jetzt für dich eigentlich hier in dieser großen neuen Halle zu spielen? Wir sind jetzt hier im VIP-Bereich der Kia Metropol Arena. Man sagt immer, Cardio-Training ist so mega wichtig. Kannst du mich endlich aufklären? Warum denn überhaupt? Herzlich willkommen, Ferenc Gille und Christian Feneberg. Schön, dass ihr da seid. Jetzt trainiert ja dein Bruder Simon Feneberg auch in der Pro A mit. Er wurde im Sommer 3x3 Europameister. Hol mal bitte kurz alle ab, die unter 3x3 einfach gar nichts verstehen. Wie sich die Neuzugänge beim ersten Heimspiel gegen Trier angestellt haben, das Ganze sehen wir hier. Herzlich willkommen zum Energy Shootout, heute wieder mit Evan Taylor von den Nürnberg Falcons. Beim letzten Mal hat er mich mies abgezockt, mal schauen, wie es heute aussieht. Ja, okay, er hat jetzt vorgelegt, 2-1 steht's, aber es ist eigentlich nur ein Ansporn für mich. Ich will ja über mich hinauswachsen heute. Ich mach den rein. Okay, Evan, congrats to you. Heißt wieder für mich Bestrafungszeit. Ich bin hier gerade vor dem Feldnerhof und ich mache heute zum ersten Mal Alpaka-Yoga. Hab meine Matte dabei und ich bin schon richtig gespannt, wie das so wird. Mit dem Song verwandle ich jetzt mal kurz euer Wohnzimmer in eine Disco. Cuff It nennt sich die Nummer, ist von unserer Queen Bee. Mo hier für euch zum Start in den Feierabend. Energies an, immer die besten neuen Hits. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder und hoffentlich bald in der Kia Metropol Arena. Bis dann.